Was geht ab, Leute, und hi und herzlich willkommen auf dem Kanal Team Millennium. Und heute bin ich wieder für euch mit einem weiteren Opening am Start. Auf jeden Fall, wenn euch die Videos gefallen, lasst einen Daumen hoch. Und wenn euch das Ganze auf jeden Fall gut gefällt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Es kostet nichts, aber es wird mir sehr viel helfen. In dem Sinne machen wir jetzt einfach weiter. Und erstmal das Gewinnspiel, da das Video mit dem koreanischen Booster so gut ankam, dachte ich mir so, ich verlose einfach mal drei Karten davon. Die drei Karten, ja, schwarzes Loch, bodenlose Fallgrube und den keltischen Wächter. Die drei Karten werde ich verlosen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist das wie immer, einfach das Video liken, kommentieren, was ist eure Lieblingskarte aus diesem Set und einfach den Kanal abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, wir sind hier heute. Eigentlich habe ich das schon mal aufgemacht, ja. Das wisst ihr auch wahrscheinlich, habt ihr gesehen. Aber ich habe einfach keine Starlight Rare gezogen und ich dachte, das kann nicht sein. Wir haben ja schon hier einen Ghost Rare gezogen. Also ein Starlight Rare muss auch mit drin sein. Deswegen dachte ich mir so, machen wir das nochmal. Und hoffentlich haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück. Ich mache den mal erstmal auf. So. Das ist wieder 24 Boosters an neuen Karten. Es ist immer ein Super Rare mindestens mit dabei. Und ja, dann werden wir mal gleich sehen, was wir so sehen. Holt ihr mal einfach alle raus. So. Bisschen mischen als Unterstützung habe ich heute Yugi am Start. Der wird uns dann hier ein bisschen Glück mitbringen und wir werden dann sehen, was bei rauskommt. So, dann fangen wir mal an. Ich muss mal gucken. Ich glaube, man musste immer so 1, 2, 3, 4. So. So. Können wir mal gucken. So. Warrock Flyer, Digital Bug Registered. Und Maha Vailo Light of the Heavens. Erste Super Rare. Cool, cool. Weiter geht's. Natürlich wollen wir den Pot of Prosperity sehen in Starlight Rare. Aber egal welches Starlight Rare, das wäre natürlich sehr, sehr geil. So. Gucken wir mal. Armor Dragon Ritual. Giga Thunder. Biclops. Digitaltypen. Und Tri Brigade Kit. Der hat auf jeden Fall Spaß. Als nächstes. In einer Woche kommt ja neue Display. Ancient Guardian. Das ist quasi ein Tag nach meinem Geburtstag ist das sogar. Und davon habe ich auch zwei Displays bestellt. Und die werden wir dann auch zusammen aufmachen. Da sind ja auch neue Collector Rares drin. Und die werden... Windwitch Diamond Bell. Ultra Rare. Cool. Sag ich nicht nein. Ich muss nochmal später einmal abchecken, was die Wert davon ist. Aber, hey, nehmen wir. Ultra Rare, nehmen wir. Genau, das werden wir dann einfach auf jeden Fall zusammen auch aufmachen, um zu gucken, ob wir da coole Collector Rares rausziehen können. Ice Barrier, Raging Storm, Virtual Ward Gate, Archfield Staff of Despair, Fabled, Fairy Archer, S-Force und Windwitch Chimes. Super Rare.
Nichts Besonderes, nichts Besonderes. Paar Packs haben wir noch. Werden wir sehen. So. Wo der Starlight Rare bleibt. Spring Gans Call. Fable Trezor. Warrock Ordeal. Spring Gans Blastie. Ojama Pink. Geil. Der sieht so geil aus. Spring Gans Pedder. Orn Dragon Blitz. Und Sacred Tree Beast. Hypertyon. Kenn ich auch. Das sieht nämlich cool aus. Weiter geht's. Schreibt mal auf jeden Fall in den Kommentaren, ob ihr schon mal einen Starlight Ray gezogen habt, weil das ist wirklich das, was ich noch nie gezogen habe. Ist eigentlich ziemlich traurig. Aber Gott. Aber naja. Das ist auch wohl nicht so leicht, so ein Ding zu ziehen. Würde ich mal behaupten. Und, Secret Rare. Warrock Mountain. Der sieht cool aus. Ein Secret Rare. Nehmen wir. Warum nicht? So, ein Secret Rare, ein Ultra Rare. Dann brauchen wir jetzt langsam. Kann hier auch der Starlight Rare kommen. Dogmatica Genesis. Fusion, Fable, Trision, Armored Dragon, Ritual, Radiant. Und jetzt aber Parametal Foes, Azure Place. Super Rare. Nichts Besonderes. Aber es ist ja noch nicht zu Ende. Warrock Orpheus, Stairway to the Fable Rail, Ice Breeze Refair, den muss ich gleich wegmachen, und, was haben wir da? Windwitch Freezebell, das ist ein Ultra Rare, okay, nehmen wir, warum nicht? Ultra Rare ist immer gut. Ich werde die Werten auf jeden Fall für euch hier einblenden, wenn ich das Video bearbeite. Und dann werdet ihr auch alles sehen und wissen, was so die Werten sind, was Card Market so hergibt. Parametal Foes Fusion, Dual Avatar, dann gibt es hier Ancient, Dogmatica Genesis, Spring Gans, Brunga, der hässliche Typ, so komischer Kerl, die Gitarristen wieder und Arm Drang Thunder Level 5. Super, ey. Nehmen wir. So. 1, 2, 3, 4. Nach hinten. Und let's go. Spring Gans Blast. Archfield Staff of Despairs, Dual Avatar, Armored Dragon Ritual, Knight of Armored Dragon, Machina, Unscalper, Tribe Bridget, Engwas, und was haben wir da? Und Super Rare, Spring Gans Watch. Weiter geht's. Dann schauen wir mal. Tilted Try, Ice Breeze Refrain, Dogmatica Genesis, Ancient Warrior Saga, S4 Showdown, Fabled Mercatio, Arm Dragon Lightning, Guitar, ja, die Gitarrtypen, und dann haben wir ein Arm Dragon Thunderbolt, super rare, nehmen wir. Weiter geht's. Ich wollte mich auf euch auf jeden Fall bedanken. Wir haben hier fast 50 Followers auf jeden Fall. Freue ich mich richtig, richtig geil. Hätte ich nicht damit gerechnet.
und bin gespannt, wie weit wir diese Channel bringen können. Und ich freue mich über jede Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, ob wir oder was ich besser machen kann und was ihr besser findet. Ja, den haben wir den nicht gezogen? Ja, haben wir. Tja, den haben wir zweimal davon. Weiter geht's. Gucken wir mal. Und schauen wir pink. Fabled Undress. Okay. Noch ein Super Rare. So, packen wir mal die Comments einmal kurz zur Seite. Und weiter geht's. So, Yugi. Bringt uns Luck. Wir brauchen das. Dual Avatar. Ice Breeze Refrain. Virtual Ward Gate. Armor Dragon Ritual. Sprint Iron Dash Dragon. Spring Gans Pedder. Knight of Armor Dragon. Radiance. Und Constella Cadices. Und weiter geht's. Armored Ring Ritual. Spring Guns Call. Archfield's Staff of Despair. Linear Equalization Cannon. S for Showdown. Ujama Pink. Heavy Metal Foes Amalgam. Spring Guns Captain. Was haben wir jetzt? Ein super rare. Oniros the Dream Mirror Tormentor. So, das steckt sich irgendwo hier darunter. Eine Starlight Rare Karte. Warwick Ordeal. Raging Storm Dragon. Fable Treasure. Tilted Try. Knight Armor of Dragon. Knight of Armor Dragon. Tri Brigade Rendezvous. Armed Dragon Blitz. S4 Showdown. Und Leaf Twin Lila Treat. Super, ja. Aber der ist halt. Ich glaube, der ist einfach gar nichts wert. Der ist einfach so ein Schrott, super rare ist das. Aber hey, immerhin ein super rare. Dann schauen wir weiter. Dream Mirror Recap. Reinforcement of the Army Troops. Failed Treason. Ancient Wizard Saga. Ja, die da. Und dann die. Und Warrock Gaktos. Weiter geht's. Schauen wir weiter. Steel Star Regulator. Parametal Foes Fusion. Linear Equation Cannon. Pendulum Anchor. Tri Bridget. Dann dieses Ding. Dann haben wir dieses Ding wieder. So. Was haben wir hier? Der schon wieder. Es wird uns noch nicht gegönnt. Noch nicht. Noch nicht. Steel Star Regulator, Synchro Transmission, Spring Guns Call, Fabled Marcosia, die Gitarristen, das Ding hier, und dann, was haben wir dann, was haben wir, was haben wir, was haben wir,
Great Sand Sea Gold Golgonda. Auch ein super rare. 5 Packs. Noch 5 Packs haben wir. Versteckt sich irgendwo ein Starlight Rare. Versteckt sich irgendwo ein Starlight Rare. Sick. Okay. Ultra Rare. Seven Cities of the Golden Land. Sieht cool aus. Den habe ich noch nie gezogen gehabt. Nehmen wir mit. Ist das die Ratio nicht normalerweise 4 Ultra Rares und 2 Secrets? So, weiter geht's. Ancient Warrior Saga. Dogmatica, Genesis, S-Force, Spice Man, Breathe, After Acclamation, Arm Dragon Blitz, Parametal Foes, Metal Caster. Das Ding wieder. Was haben wir? Es versteckt sich darunter. Arm Dragon Thunder Level 3. Nehmen wir den in der Mitte. So. Warrock Skylar. Reinforcement of the Army's Troop. Release of the Acclamation. Virtual Ward Gate. Das Ding schon wieder. S-Force Professor Digama. Arm Dragon Lightning. Secret Rare. Under Goddess of the Close World. Geil. Der sieht cool aus. Cool. Nehmen wir. Geil, geil. Tja, ist das etwa das, was ich meinte? 2 Secret, 4 Ultra. Ist das das? Oder versteckt sich noch was hier darunter? So. Gucken wir mal die letzte paar. Letzte 2 Packs. Und. Fable Under Rares. So. Letzte Karte. Letzte Booster. Tut mir leid. Sorry. Was ist da drin? Yugi, was sagst du? Aufmachen. Vier. Spring Gans Blast. Raging Storm Dragon. Reinforcement of the Army's Troops. S-Force Specimen. Parametal Foes. Melcaster. Letzte Karte. Jetzt letzte Karte. Seid ihr ready? Seid ihr ready, Leute? Was haben wir da? Spring Gans Witch Watch. Ja. Ich packe dir mal erstmal kurz Sachen kurz zur Seite. Dann schauen wir uns mal an, was wir insgesamt rausgeholt haben. Leider kein Starlight Rare, aber die sind auch so mega schwer zu ziehen, das wissen wir doch alle. So, wir hatten, die Ultra Rares. Es ist einmal Seven Cities of the Golden Land. Dann haben wir Liv Twin Lala Tree. Dann haben wir Windwitch Freeze Bell. Dann haben wir den Windwitch Diamond Bell. Dann haben wir den Secret Rare Warrock Mountain und den Secret Rare Underworld Goddess of the Closed World. So, okay. Also, ich muss sagen, und dann die Super Rare habt ihr ja auch gesehen. Das waren die dabei waren.
Ja. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben gute Karten auf jeden Fall gezogen. Und ich wünsche euch auch noch ganz viel Spaß. Und viel Spaß. Ciao.